Jo, liebe Leute, weiter geht's bei dir mit FIFA 23 und dem Auswärtsspiel bei Messi Freiburg 2. Ja, wir haben es tatsächlich hingekriegt. Wir haben Dynamo Dresden, den großen Favoriten, niedergekämpft, niedergerungen. Dieses 3:2 war ganz, ganz wichtig. Es hätte auch deutlich höher ausgehen können. Wer das Spiel gesehen hat, weiß, was ich meine. Wer nicht, guckt euch die letzte Folge an, dann wisst ihr, was ich meine. Nein, aber dieses 3:2, wir kriegen momentan aber eigentlich zu viele Gegentore. Ihr seht ja gerade, wir haben mit die schlechteste Defensive. Unsere Defensive ist sogar noch schlechter als die der drei letzten. Jetzt gibt es übrigens die Tabellen 20. Aber wir haben tatsächlich, was auch sehr viele haben, die FIFA 23 zocken, wir haben die mit die beste Offensive. Also viele tatsächlich sind dabei, die haben die schlechteste Defensive, die haben aber die beste Offensive. Warum auch immer. Wir kriegen momentan über 2 Tore pro Spiel im Schnitt. Das ist definitiv zu viel. Gut, wir haben jetzt 3 gegen Victoria bekommen, wir haben 2 gegen Dresden bekommen. Wir haben 4 Stück gegen Duisburg kassiert. Ingolstadt war nur einer. Victoria 3 kassiert. Also 4 gegen Duisburg, die einzige Niederlage. 0:4 haben wir da verloren. Zwickau auch 2 gekriegt. Also das ist so. Es ist zu viel. Auch Oldenburg haben wir, glaube ich, 3 gekriegt. Ist halt so. Kann ich nicht ändern. Es macht jedenfalls Spaß zu spielen, auch wenn die Karriere manchmal ein bisschen frustrierend läuft. Auch solche Spiele wie jetzt, wie gesagt, gegen Köln, wo du dann wirklich in der 93. oder so, glaube ich, das Gegentor kassierst. Ist halt einfach passiert. Und das macht es trotzdem realistischer. Auf jeden Fall, wenn wir hier mit 8 Siegen durchmarschieren als Aufsteiger. Wir haben ein bisschen zu kämpfen und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir machen heute weiter mit dem Auswärtsspiel. Wie gesagt, Pöntemel zu Freiburg, das ist eigentlich ein Pflichtsieg. Den müssen wir eigentlich gewinnen heute. Das Ding hier. Ja, in der letzten Folge Jan George 3 Tore gegen Dynamo Dresden gemacht. Deswegen lasse ich ihn heute auch drauf. Ich werde mit der gleichen Elf auftreten wie gegen Dresden. So, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. So, Dresden war wenn es sehr knapp. Wie geht es gegen Freiburg aus? Ich hoffe ziemlich deutlich. Also Taktik hat sich auf jeden Fall bewährt. So viel mit der Qualität des Kaders. Ja, wir haben halt viele junge Talente mit drin. Das ist unser Ziel. Wie gesagt, mal schauen, was. Vielleicht schon fast sogar den Aufstieg in die zweite Liga, aber ich glaube, abwarten. Es sind viele Spiele. So, Formschwankung, klar. Wie gesagt, nochmal, es sind viele, viele 17-Jährige mit dabei. 17, 18, 19, das ist eine junge Truppe. Das ist jetzt klar, dass wir da so ein bisschen dabei sind. Wir sind voll noch mit dabei. Wir sind so, ich darf mich bei allen bedanken. Das war's für heute. Wir haben einen Punkt Rückstand auf den Tabellen 2. Das ist alles noch in Ordnung. Wir sind momentan nicht ganz, wir sind natürlich nicht dabei oben. Wir sind jetzt gerade mal auf Platz 7. Ich gucke jetzt, wenn wir gewinnen würden. Da hätten wir 17. Mit 3 Tore Differenz wären wir sogar Tabellen 2. Mit Sieg wären wir sogar Tabellen 3. Also die ersten 3, ja, mal gucken. Es ist kein Muss. Ich gucke mal tatsächlich eher lieber nach unten, weil wenn wir jetzt natürlich heute verlieren sollten gegen Freiburg, die jetzt aktuell auf Platz 17 sind, also tatsächlich haben sie jetzt ein bisschen verbessert, nachdem jetzt die Spieler noch nicht drin waren, hätten die nämlich jetzt 11 Zähler und würden an Essen vorbeihüpfen, an Halle vorbeihüpfen, so rum ist es richtig. Obwohl, da müssen sie auch ziemlich deutlich gewinnen. Aber wir haben es gegen Duisburg gezeigt, wie es auf einmal passiert, wenn man sich gegen den Tabellen schlusslich oder gegen Tabellen, ein Team aus dem Tabellenkeller, die sind nämlich momentan nur 18, die Duisburger, mehr oder weniger komplett auseinandernehmen lässt. Und wie gesagt, wir haben in Duisburg 4:0 verloren, ne? Na gut, ist okay. Weiter geht's gegen Freiburg. Ich werde, wie gesagt, ich werde natürlich wieder die altbewährte Truppe natürlich in den Kader, in die Mannschaft bringen. Da sind natürlich einige da ein bisschen gefragt, die heute belohnt werden. So, warte mal, Ulrich lasse ich drin heute. Fertig aber rein. Steinig
Ahmad. Rutscht heute mal ein bisschen. Rutscht heute mal in die Startformation. Ich will ihn heute mal austesten, ein bisschen. Ich will heute mal ein bisschen durchtesten. Gut, ich nehme natürlich den Gegner nicht so leicht, deswegen wird es auch keine Mega-Rotation geben, sondern einfach nur Stern auf 67, der ist schon stark. Der ist wieder bis 5, ich habe über 60 geholt. Also wir probieren es heute mal ein bisschen aus, wir werden heute mal ein bisschen rotieren, wir werden heute mal ein paar jungen Leuten noch aus der eigenen Mannschaft so ein bisschen die Chance geben. Mal gucken. So, auf geht's. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn 3 Tore im letzten Spiel sprechen natürlich für sich. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. So. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant und es ist eins klar, es wird hochklassig. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Mit dem Dreierpack im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Auf ihn. Ja, deswegen da war heute tatsächlich für Eckloff ran. Ja, vielleicht wird er zum Stammspieler. Also wir müssen heute, wenn wir oben dran bleiben, müssen wir in Freiburg heute gewinnen. Ansonsten müssen wir mal gucken. Also eigentlich ist es ein Pflichtsieg, weil wir sind, ist es der Tabellenletzte. Na gucken. Schauen wir mal. Und auf geht's. Los geht's. Match Nummer 9 in dieser Saison. Ah, das könnte was werden jetzt. Ah, Bauer, der gut. Den nehmen wir aus der Klärgrätsch da hinten. Sie verlieren hier den Ball. Ja, ein bisschen. Naja. Jetzt bloß nicht wieder so ein Gegner. Also zu 0 wäre mal wieder schön. Also wie gesagt, wir haben jetzt. Ich glaube, wir haben noch keine. Haben wir noch zu 0 die Saison? 1 oder so vielleicht. Ich glaube am Anfang der Saison war man ein Sieg zu 0. Da ist er klar im Abseits. Okay, alles gut. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. So, Josh! Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt es spannend. Genau hinschauen, erstmal. Josh! Es läuft für Sie. Endlich mal wieder eine Führung. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. So, frühe Führung für die Bayreuther. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Anna Marte, heute mal wieder ein bisschen mal spielen darf. Heute mal ein bisschen zeigen, da unter dem Trainer oder Thomas Klein, wann er so kam. Mal gucken, ob er noch Zeit bekommt. Er macht zu. Magala, Sterner, Ulrich. Ah, super Ding. Er spielt steil. Ah, ich glaube, das könnte Abseits gewesen sein. Im Rücken der Abwehr gelauert, oh. Da braucht es gutes Timing. Aber hier geht was schief, Abseits. Ja, da hat nicht viel gefehlt, klar. Ja, der Pass kam ein bisschen spät, sonst wäre es enger geworden. Dann hast du wahrscheinlich Lieder eine klare Torchance und dann wird es richtig gefährlich.
Vitau. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Ja, muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ist das das Tor? Oh, ja, natürlich. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Das ist es halt. Die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Die Außenseite haben wir so ein bisschen unsere Probleme. Aus dem Angriff wird also nichts. Ja, schade, der passt nicht gute ganz, der Ball. Da ist die Flanke. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Ja, fast der Ausgleichstreffer für den für die Zweitvertretung des SC Freiburg. Ulrich. George. Und Meier sagt jetzt gerade, lauf mal bitte durch, du musst jetzt das Tor machen, vielleicht. Ja, vielleicht. Das war knapp. Oh, das gibt Elfmeter. Also, was Digga da machen müssen. Das wäre der Elfmeter gewesen, weil das wäre ein Tor gewesen, das wäre das 2-1 gewesen. Ich meine, das Halbspiel war klar, aber es ist halt. Das ist die Chance, die Führung auszubauen. Nicht der Treffer. Da haben wir schon deutlich bessere Strafstöße gesehen. Ja, das war nix. Das war sie auch. Aber klar, fast nicht. Ah, Schiedsrichter, jetzt mal jetzt laufen lassen müssen, danke, weil das wäre 2-0 gewesen. Das wäre eine berühmte Führung gewesen. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Also solche Dinge kannst du dann passieren. Das kann aber. Das macht er sicher. Das kann auch passieren, dass man solche Spiele auch kippen. Wenn du eigentlich alles im Griff hast, schaust selber noch 2-0. Gut gespielt. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Gelb, Dominus. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, ja, das ist wieder außer Form gerade. Ich glaube, dass ich den nächsten Spiel rausnehmen werde. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht. Wenn er heute nichts macht, weil, wie gesagt, den Elfmeter hat er verschossen, ziemlich kläglich sogar. George. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Angriff von Ryan George, der auf Tempo geht. Ganz spannende Szene. George. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Der und das ist die Chance. Ja, Lindy, das ist eigentlich 70 stark. Ecke ist eigentlich. Das macht er stark. Er hat kein Problem bei diesem Eckball. Eigentlich einer, der Impulse setzen soll, der uns helfen soll, aber bisher ist es nicht so. Der wird halt, wie gesagt, verschossen. Also Neuenberger bringt so ein bisschen. In diesem Spiel, in dem die Gäste aktuell knapp vorne sind. Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe eingestellt. Ein Tor Führung, sie sind immer wieder schneller, vor allem auch gedankenschneller. Und so kommt dann so ein Spielstand raus. Ja, noch ist es halt, wie gesagt. Unaufhaltsam. Klasse Zuspiel. Klasse! Meier! 2-0! Das Tor. Zwei Tore Vorsprung nun, also sieht alles gut aus für sie. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es. Ja, reingehämmert nicht, der hat den einfach nur ein bisschen locker leicht angehoben, dass der Torwart keine Chance hat. Also 2-0. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, scheint so ein bisschen zu laufen, also scheint die Umstellung gefruchtet zu haben. Die vier. Wie gesagt, die ich da so ein bisschen regelmäßig mache. Und ja, schade, den kriegt er nicht mit. Makengo dazwischen. Der Pausenpfiff beendet also die Mannschaft. Das ist ein bisschen schade. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Ja, was ich ein bisschen schade finde bei zweiten Mannschaften, wenn du die nimmst, zum Beispiel jetzt Dortmund oder halt auch Freiburg, dass du natürlich sagen kannst, okay, das ist nämlich, dass du von der zweiten Mannschaft Spieler hochziehen kannst, sondern dass das quasi als zwei eigenständige Mannschaft gesehen wird. Na gut, ich werde mal ein bisschen durchwechseln. Habe ich ja gesagt, dass ich das jetzt machen gerne. Deswegen werde ich Limbios jetzt rausnehmen und werde dafür Eckloff mal wieder bringen. Naja, da vorne, der macht einen guten Eindruck. Wie gesagt, aus Belgien getestet. Guter Stürmer. Vielleicht auch nochmal kommt der Nationalspieler, aber gucken, wie die sich noch entwickeln, die Jungs. Deswegen sage ich, ich bin einer, ihr seid auf eine Jugend. Ich werde vielleicht noch den einen oder anderen Talent halten müssen. Schön vorbeigekommen. Ich werde noch ein bisschen was wechseln. Hande Amati, der sein erstes Ligaspiel macht. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter.
Super Parade, also den hält nicht jeder. Super gemacht, gute Verteidigung. So, gut dazwischen gegangen. Ja, diesmal auch die Freiburger mit dem gleichen, mit der gleichen Situation. Andresen passt jetzt ein bisschen auf. Setzt sich durch. Ulrich. Gefährliche Szene. Ulrich, 3-0. Für Bayreuth, die drei Punkte, drei Pflichtpunkte sind durchaus unter Dach und Fach. Man bleibt zumindest ein bisschen oben dran. Aber es ist erst 54 Minuten gespielt. Ne? Ich habe in der Vorbereitung gezeigt, dass man so 3-0 mal aufholen könnte. Deswegen, nochmal dieses Tor. Piano. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Puh, 3-0, ja. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Ja, gut, dazwischen gegangen wieder Ulrich. Laurin Ulrich, der ist das Talent aus Stuttgart. Gefährlich jetzt. Maja, 4-0. Das 58. Minute. Schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gut. Und schaut jetzt immer Zweiter. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Statt jetzt sind wir sogar Zweiter. Weil wir die bessere Tordifferenz haben. So, ich werde jetzt natürlich noch mal ein bisschen wechseln müssen. Oder ich werde ein bisschen durchwechseln, dafür habe ich die Spieler, ja. Maja, der jetzt mal rausgehen wird. Bisschen Entlastung reinbringen in den Karl, die man dort einige Spieler mal spielen dürfen. So. Ich wechsle jetzt noch zweimal Meier raus, jedenfalls raus und auch Magala raus. Ja, langsam festet sich die Truppe so ein bisschen. Wäre jetzt der zweite Sieg hintereinander? 4-0 ist wirklich eindeutig. Nach Dresden eine jetzt auch Freiburg ausgeschlagen. So. Ja, das sieht gut aus. Ah, schade. Weiter gefährlich. Oh, und hat zweimal Weltklasse. Wahnsinn. Wie hat den noch gehalten hat aus der Entfernung? Großartig. Kurze Ecke. Ein Sieg aber wieder zu null. Ja, toll. Also, der Sieg wird wahrscheinlich drin sein. Jetzt vielleicht. Den Ball hält er gut. Elfmeter. Es ist ein blödes, eine blöde Situation, es ist ein Handspiel gewesen, nämlich. Delva ist drin. Ist leider kein zu 0, die Decke geahnt, aber nicht dran gekommen. 1-4 nur noch. Nochmal die Wiederholung dieses Elfmeters unten ins Eck und da sehen wir, der ist zu präzise, zu hart. Ja, ich war dran an der Ecke, ich hatte die Ecke. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4-1. Also wieder leider kein zu 0, wieder ein Gegentor. Für May, sie bringen den Ball in den Strafraum. Nee, der Ball ist erstmal weg. Schade. Hätte ich gedacht, es war ein Handspiel, ja. Steiniger. Steiniger. Er ist noch heiß. Was wird er hier geben? Elfmeter? Abschluss. Das war eine Riesenparade gerade, eine klasse Szene. Ja. Oh nee, der Torschütze. Kann er was draus machen? Schön dazwischen. Schön dazwischen Steiner. Da wäre Platz für den Konter. Steining, ja. Da kann sich was entwickeln. Kann den 2, 3. Jetzt da hinten der Keeper mit dem Ball. Hat er wohl auch gepasst, das hätte er vielleicht alleine machen müssen. Den gelöst da. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ja, weil er ist abgefangen, wir sind dran gekommen. Jetzt kann Freiburg nochmal wechseln. Jetzt können sie über außen kommen.
Da müssen wir noch mal was probieren. Die Flanke jetzt. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Ja, dann macht er was. Machen Sie mal die Bayreuther wieder ein bisschen heiß. Da geht er weit am Tor vorbei. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Heute nicht so effektiv wie beim letzten Spiel, hat aber trotzdem seine Arbeit gemacht. Andermatt. Die Gäste führen hier klar, wir sind mittendrin in der Schlussphase. Die machen das, der Vorsprung ist zu klar, das geben sie nicht mehr. Ja, so ein Verlust. Zöll dazwischen jetzt gegangen. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Lippert. Lippert, der eigentlich mal Verteidiger spielt. Ja, Verteidiger spielt. Oh. Klasse Technik. Gut dazwischen gegangen. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Ja. Und dann ist Ende. 4-1. Das war's für heute. Beim SC Freiburg 2. Also und damit ist Platz 2 weg. Und dann sind wir wieder Dritter. Fast schon mühelos. Und damit mit 4 Tordifferenz hätten wir am Mannheim vorbei gewesen. Aber ist okay. Alles ist gut. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Nee, wird nicht reichen. Macht das wir Tor, ja darf sich am Ende auch über den Sieg freuen. Ich glaube, das ist wirklich hat ein nicht, gelungener die Tordifferenz ist nicht. Wie kriegst du den Tor? Das ist auch, wie groß hier die Freude ist. Gut. Schade. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir... Gefährdet mehr Ball besitzt, aber gut, wir haben die Tore halt gemacht. Das Ding war auch trotzdem ungefährdet und verdient geworden. Punkt. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Ja. Ich glaube, das Bagel habe ich ihn geholt. Ja, jetzt heute auf jeden Fall da vorne drin. Ja, zeigt auf jeden Fall, was er kann. Den würde ich. So, zweites Spiel gegen Freiburg, bis 2 will ich besser, okay? Heute war es so, dass es passte. Vielen Dank. So. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's nach gegen Elbersberg. Ja, cool. Die haben wir ja schon mal, glaube ich, gehabt. Was haben wir schon mal gehabt? Da, Pokal, genau, das 3-0. Und dann geht's jetzt in der Liga um 3 Punkte. Bis dahin, ciao.